Ja, in diesem Video geht es darum, dass du vielleicht gerade an einem Punkt stehst, wo du nicht weißt, was soll ich machen, denn dein Ex hat sich wieder gemeldet und du überlegst, soll ich ihm wieder eine Chance geben oder nicht? Oder er hat sich eben noch nicht gemeldet und du überlegst, soll ich mich wieder bei ihm melden? Hat es vielleicht doch noch einen Sinn mit uns? Und so weiter. Und das ist jetzt die Frage, wie machst du weiter? Machst du das nicht? Meldest du dich bei ihm? Antwortest du ihm? Diese ganzen Fragen, die möchte ich heute mit dir einmal durchgehen, beziehungsweise dir natürlich auch hier gerne beantworten. Denn ich bekomme diese Frage so häufig von Frauen gestellt, beziehungsweise Frauen schildern mir ihre Geschichte über Instagram, über Facebook. Und ganz häufig erlebe ich diese Geschichte, okay, Simone, wir sind jetzt seit x Monaten nicht mehr zusammen, jetzt meldet er sich wieder bei mir und will mich sehen, will mich treffen, und manche haben sich dann auch sogar schon getroffen und sagen, ja, ich bin mir unsicher, er hat sich schon irgendwie verändert, worauf muss ich jetzt achten und so weiter. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sache, wenn du dich wieder auf deinen Ex einlässt, denn das ist nämlich ganz häufig so, dass natürlich am Anfang alles wieder so mit einer rosaroten Brille betrachtet wird und man denkt, wow, er hat sich geändert. Aber nur weil er jetzt ein Date oder ein Treffen irgendwie dir vielleicht ein bisschen das Blaue vom Himmel gesprochen hat, heißt das noch lange nicht, dass er sich komplett verändert hat. Und man kann mit ganz, ganz leichten, ich sage jetzt einfach mal, Anzeichen schon merken, ob er sich wirklich verändert hat und ob es wirklich nochmal eine Chance mit euch hätte. Und zwar solltest du prüfen, inwiefern er überhaupt ins Gespräch mit dir gegangen ist. Ne? Weil nur weil sich jemand meldet und sagt, ich habe mich geändert oder ich würde es noch gerne mal mit dir versuchen und ich würde jetzt alles anders machen, heißt das ja noch lange nicht, dass er weiß, wie er es anders machen wollte. Oder es heißt ja noch lange nicht, dass es ihm leid tut, was er damals getan hat oder ob er überhaupt weiß, was er falsch gemacht hat. Denn ganz ehrlich, ist es so wichtig, dass wenn man wieder zusammenkommen möchte, wirklich wissen muss, was man diesmal anders machen sollte. Also er muss wissen, was er falsch gemacht hat, was er nächstes Mal nicht mehr machen möchte und was er sich von dir wünscht und was er aber auch wirklich in der Zukunft mit dir machen möchte. Also das sind ganz, ganz entscheidende Sachen. Und genauso musst du es auch von deiner Seite aus einmal überprüfen. Was möchtest du? Ist das überhaupt mit ihm möglich? Hat er sich ordentlich bei dir entschuldigt und so weiter? Und das ist etwas, was ganz viele Frauen dann nicht mehr machen, weil sie lassen sich von einem Date blenden oder von Worten blenden, aber letztendlich müssen auch Taten folgen. Und manchmal merkt man dann schon in den ersten drei Treffen wieder mit dem Ex-Freund, dass da wieder diverse Red Flags auftauchen oder dass man sich wieder streitet über Dinge, die eigentlich schon x Jahre zurückliegen. Das ist auch immer ein ganz schlechtes Anzeichen, denn ganz ehrlich, wenn man wieder bei Null anfangen möchte, gemeinsam, dann darf das Alte nicht immer wieder hervorgeholt werden. Also nicht so, um den anderen damit dann irgendwie zu manipulieren oder fertig zu machen, sondern höchstens so, dass man einmal darüber gemeinsam redet, was damals war und wie man es jetzt besser machen möchte, aber nicht immer wieder so im Sinne von, dass er dir vorwirft, was du früher gemacht hast und was du ja für ein blöder Mensch bist und was du ja damals alles so Heftiges gemacht hast, was ihn so verletzt hat. Also das ist gar kein gutes Verhalten von einem Menschen und du musst halt wirklich darauf achten, ist er vielleicht rachsüchtig? Will er dir vielleicht irgendwas heimzahlen? Macht er doofe Sprüche und sonstiges? Denn dann hat diese Beziehung natürlich gar keinen Sinn. Also du musst wirklich auf dich achten, auf dich aufpassen. Und genau gleiches gilt auch, wenn du dich bei ihm melden willst. Also du musst dir immer überlegen, warum möchte ich mich wieder bei diesen Menschen melden? Warum möchte ich wieder zurück in diese Beziehung? Der einzige Grund, warum ich verstehe, dass du wieder zurück zum Ex willst oder ihm wieder eine Chance gibst, ist, wenn eure Beziehung wirklich so, so schön war, ihr eigentlich alles hattet, aber es dann vielleicht aus irgendwelchen Dingen auseinandergegangen ist, wie beispielsweise, du warst total überfordert mit deinem Job und bei ihm ist vielleicht irgendwie ein Todesfall gewesen oder sonstiges und beide haben sich dadurch irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Das sind Gründe, die sind noch okay, aber wenn ihr gar keine gesunde Beziehung hattet, wenn etwas wirklich Toxisches bei euch war, wenn ihr keine gesunde Basis hattet, wenn ihr euch nur gestritten habt, wenn ihr nicht miteinander kommunizieren konntet und. Je nachdem, wie viele Baustellen dann noch in dieser Beziehung waren, dann ist es häufig einfach total doof, wieder zu diesen Menschen zurückzugehen, weil das Vertrauen ja überhaupt nicht mehr da ist. Auch bei Betrügen und Belügen ist es häufig so, dass dann wieder, wenn man dann versucht, den zweiten Schritt wieder mal zu wagen, beziehungsweise
dem Mann die zweite Chance gibt, dass man dann irgendwie merkt, oh, ich kann das Alte, was da eigentlich alles passiert ist, gar nicht richtig vergessen. Ja, aber dann hat gar keine Beziehung einen Sinn, weil letztendlich dann immer das Alte hochkommt und man sich das dann immer wieder vorwirft und man kann niemals in eine gesunde Zukunft rennen, weil man immer wieder in die Vergangenheit schaut. Also bevor du dich bei deinem Ex-Freund meldest, ist es so wichtig, einmal zu überprüfen, was lief eigentlich bei uns gut und was lief eigentlich bei uns schlecht. Und glaube ich wirklich daran, dass wir das hinbekommen? Und was waren die Gründe, warum ich mich damals getrennt habe? Denn manche Frauen gehen nur zu dem Ex zurück, weil sie dieses Traumbild im Kopf hatten. Oder vielleicht diese Verliebtheitsphase am Anfang, die bei jedem gut läuft, ne, jetzt mal so abgesehen davon. Und nur daran denken. Und auch wir hatten ja so eine tolle Zeit. Und die gingen genau 3 Monate. Wow. Und aus diesem Grund willst du dann wieder zurückgehen. Das ist total, also kann ich dir nicht empfehlen. Oder dass du halt einfach den idealisierst, ne, und dann auf einmal dir alles gut redest, obwohl eigentlich 1000 schlechte Sachen da vorhanden waren. Also das darfst du niemals vergessen. Du musst immer das Gesamtbild sehen, bevor du dich bei ihm meldest. Und manche Frauen melden sich auch einfach bei ihrem Ex-Freund wieder, weil sie einfach allein sind. Weil sie einsam sind. Und weil sie bisher noch niemanden gefunden haben. Und das ist ein total doofer Grund, sich wieder beim Ex-Freund zu melden. Denn ganz ehrlich, lieber bist du noch ein paar Monate alleine und findest dann jemanden, der wirklich zu dir passt, als einfach aus diesem Mangel heraus, aus dieser Einsamkeit heraus zu sagen, okay, ich habe jetzt hier noch niemanden gesehen, der besser ist als mein Ex-Freund und deswegen gehe ich wieder zu ihm zurück. Also das ist wirklich das Schlechteste, was du machen kannst, denn du musst immer das Gesamtbild sehen und auch immer wirklich bedenken, warum haben wir uns getrennt? Was lief eigentlich schief bei uns? Und genau das Gleiche musst du auch machen, wenn er sich meldet. Denn es kann schließlich auch sein, dass er sich bei dir nur meldet, weil seine vorige Beziehung vielleicht kaputt gegangen ist, weil er Langeweile hat, weil er merkt, dass es bei dir einfach gemütlich war, dass du viel gemacht hast für ihn, dass er vielleicht auch keine Lust hat, alleine zu sein, dass ihm vielleicht Körperlichkeiten fehlen und deswegen meldet er sich bei dir. Es muss nicht sein, dass er gemerkt hat, dass du die Liebe seines Lebens bist und dass du deswegen kontaktiert worden bist. Und du musst wirklich aufpassen und ich sage immer so schön, guck erstmal schon, wie schreibt er? Hat er sich wirklich verändert? Macht er Vorschläge? Hat er sich reflektiert? Und wenn du merkst, nee, nicht wirklich, da kommt nur so 0815 Zeugs, dann solltest du ihm eigentlich gar keine Chance mehr geben. Und schon gar nicht solltest du ihn kontaktieren, wenn du nicht das Gefühl hast, dass er sich wirklich auch geändert haben könnte. Denn letztendlich ist es so, ansonsten bist du immer in einer neuen toxischen Beziehung gefangen oder wieder in dieser alten toxischen Beziehung gefangen, wenn du nicht irgendwann anfängst, deinen Werten treu zu bleiben. Das ist so immens wichtig, denn wenn du das nicht tust, dann wirst du entweder wieder in seine Arme laufen oder in die nächsten Arme von irgendjemandem dahergelaufenen, der dir wieder was vom Himmel erzählt. Du glaubst es sofort. Also es muss immer überprüft werden, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Ganz viele Frauen haben auch Probleme damit, einfach loszulassen. Einfach loszulassen und zu vertrauen, dass jemand kommt, der besser passt. Und dieses fehlende Vertrauen folgt meistens aus dem fehlenden Vertrauen zu sich selbst. Weil man einfach glaubt, okay, vielleicht bin ich gar nicht so toll. Vielleicht habe ich mir gar nicht was Besseres verdient und gibt es überhaupt was Besseres für mich? Und das sind sehr, sehr starke Selbstzweifel, die da hochkommen, wenn man solche Gedanken hat. Und das ist natürlich auch sehr sabotierend, weil wenn man selber glaubt, okay, vielleicht gibt es ja niemand Besseren für mich, ja, natürlich ist die Konsequenz, okay, da muss ich halt wieder zurück zum Ex. Also auch dieses Thema Loslassen lernen, Selbstvertrauen aufbauen, ist so wichtig, damit man überhaupt in eine neue und gesunde Partnerschaft kommen kann. Also denk dran, es ist so wichtig, das einmal ordentlich zu überprüfen und glaub nicht alles, was man dir beim ersten Date oder beim ersten Telefonat erzählt. Denn ich kann aus Erfahrung sagen, dass ganz, ganz viele Männer sich nicht ändern. Und ganz viele Frauen hoffen immer, dass sie unter diesen 3-4% sind, wo der Mann sich dann doch geändert hat und klammern an diesen kleinen Strohhalm fest. Aber ja, ignorieren dann leider sämtliche Red Flags oder Dinge, die sich nicht geändert haben bei ihm. Und das sollte dir bitte nicht passieren. Also, wenn du dazu nochmal eine Einschätzung willst, also wenn du jetzt gerade nicht weißt, wie du jetzt weitermachen sollst, trotz dieses Videos, dann schreib mir einfach auf Instagram oder Facebook, schilder mir bitte kurz deine Situation, damit ich dir da einen passenden Ratschlag noch zugeben kann. Und wenn du jetzt schon seit Jahren nicht aus diesem Zirkus rauskommst, immer wieder zu ihm zurückgehst, es immer wieder gleich abläuft, aber endlich einen Cut setzen möchtest, dann braucht es natürlich mehr als einfach nur einen Tipp. Da braucht man Übungen, da braucht man wirklich mehr als nur einen Ratschlag.
Und da braucht man halt auch einfach das richtige Mindset, die richtige Denkweise, um da wieder rauszufinden und auch das gewisse Selbstvertrauen. Und wenn du daran arbeiten möchtest, kannst du dich auch sehr gerne einfach melden und sagen, dass du Hilfe brauchst bei diesem Thema, dass du dieses Video gesehen hast. Und ich werde erstmal schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Und so können wir erstmal ganz locker miteinander schreiben. Wenn du kein Instagram, kein Facebook hast, kannst du dich auch einfach auf meiner Website für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir melden. Und dann schauen wir wieder gemeinsam, wie ich dir da raushelfen kann. Also, nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, ich weiß nicht, ich bin verzweifelt und ich weiß nicht weiter, sondern bitte denk auch ein Stück weit rational, denn das Herz leitet dich manchmal in eine verkehrte Richtung. Naja, manchmal ist es auch eigentlich das Ego, aber ne, immer dieses Wunschdenken, wie es wohl sein könnte. Aber das sind immer so Wunschdenken, immer so ein Traumdenken. Bitte, bitte, bitte beachte die Realität, denn ansonsten wird dein Herz wieder gebrochen sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Ich gebe dir jetzt noch Vorschläge, die dir helfen sollen, diese Situation noch ein wenig besser zu erörtern. Denn du sollst natürlich auch lernen, worauf muss ich achten, was hat denn der richtige Mann für Merkmale und so weiter. Da gebe ich dir hier auch gerne noch ein paar Videovorschläge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, deine Simone.